Willkommen zur FAQ-Serie. In dieser Serie beantworte ich dir Fragen rund um meine Sitzungsserien, Ausbildungsformate, digitalen Produkte und so weiter und so fort. Was ist eigentlich die ES-Sitzungsserie? Nun, vielleicht hast du dir ja schon mein Video zum Ablauf der One-on-One-Sessions hier angeschaut. Viele Klienten fragen dann, Moment, aber warum sind das denn 10 Sitzungen, die du machst? Warum gibt es so eine komische Serie? Warum genau 10? Und wieso kann ich nicht nur einmal kommen? Das liegt daran, dass die ES-Methode keine symptomorientierte Arbeit ist, sondern wir arbeiten ja im Prinzip ausschließlich an der Körperstruktur. Und um die Körperstruktur ganzheitlich aufzurichten, also um eben nicht nur die Schulter nach hier zu bewegen, sondern dafür zu sorgen, dass auch das Becken an der richtigen Position ist, weil das beeinflusst auch wieder die Schulter und auch den Kopf und die Fußgewölbe haben dann was zu tun, muss man im Prinzip den ganzen Körper durcharbeiten. Und da hat sich über die Jahre ein spezielles Verfahren, eine spezielle Reihenfolge als am besten funktionierend herausgestellt. Das heißt, es ist ähnlich wie bei einem Hausbau. Wenn du ein Haus baust, dann macht es relativ viel Sinn, zuerst die Bodenplatte oder den Keller zu machen und dann langsam nach oben aufzubauen und am Ende mit dem Dach zu enden. Natürlich könntest du theoretisch sagen, ich baue erstmal das Dach und dann hebe ich das immer an oder so. Es macht aber wenig Sinn und führt nicht zum großen Erfolg. So ist es halt dann auch in der 10er-Sitzungsserie. Das heißt, ich arbeite mit meinen Klienten an unterschiedlichen Themen in einzelnen Sitzungen, die aber bei jedem Klienten im Prinzip gleich sind, weil sozusagen, um das System aufzubauen, genau diese Reihenfolge eben erforderlich ist. Das bedeutet, in der ersten Sitzung arbeiten wir beispielsweise sehr viel am Oberkörper, Brustmuskelbereich, Front, ja, so dass tatsächlich der Körper sich schon mal aufrichtet. In der zweiten Sitzung arbeiten wir dann an den Füßen, Beinen, Unterschenkeln, um eben auch das Fundament so ein bisschen anzupassen, auch um den Stand schon ein bisschen zu verändern. Und viele Klienten stehen immer so ein bisschen in so einer Skispringhaltung nach vorne. Da sorgen wir dafür, dass der Körper sich auch von den Beinen her wieder ins Lot bewegt. Sitzung 3 ist wieder relativ ähnlich wie Sitzung 1. Es ist häufig so, dass wir in den Sitzungen an Strukturen arbeiten und dann über die Pause zwischen den Sitzungen ein bisschen Pause haben, aber auch dann meist in der nächsten Sitzung sowieso erstmal in einem anderen Bereich arbeiten, um den Faszialstrukturen eben genug Zeit zu geben, da wirklich Veränderungen vorzunehmen. Das heißt, Sitzung 3 ist relativ ähnlich wie Sitzung 1, geht in gewissen Aspekten nochmal ein bisschen tiefer, fängt schon an gewissen Strukturen des Beckens zu arbeiten, die wir dann in der Folgesitzung, Sitzung 4, anfangen zu bearbeiten. Sitzung 4, 5 und 6 sind unsere Beckensitzungen. Sitzung 4 ist das Lösen des Beckens von der Unterseite. Ja, da arbeiten wir an den Adduktoren, an den Beinen sehr viel. Sitzung 5 ist unsere Kernsitzung. Ja, da geht es an tiefe Strukturen, an den Psoas, an den Iliacus, Pectineus, also kleine Strukturen, aber auch größere tiefe Strukturen, die eben für die Beckenpositionierung von der Vorderseite so einen großen Einfluss haben. Sitzung 6 ist dann die Sitzung, wo wir das Becken von der Rückseite lösen. Da arbeiten wir eben auch an der Po-Muskulatur, am Piriformis, an Gluteus und solchen Strukturen, Hamstrings, also die Beinbeuger, Waden. Ja, das heißt, dass die Seite von hinten aufgemacht wird und das Becken sozusagen über die Beckensitzung von allen Seiten ja, den Zug weggenommen bekommt und sich dann wieder frei im System justieren kann. Sitzung 7 ist dann die Sitzung, wo wir im Hals-Nacken-Bereich arbeiten, speziell. Wir arbeiten in allen Sitzungen in der sogenannten Abschlussarbeit, also einem Block, der am Ende der Sitzung kommt, ohnehin am Nacken. Sitzung 7 ist dann aber die, ich sag mal, reine Oberkörper-Nackensitzung. Das hat damit zu tun, dass wir, wenn wir den Kopf von der Positionierung verändern wollen, immer zwei große Elemente haben, die miteinander zusammenhängen. Das ist nämlich das Becken und der Kopf, die über die Wirbelsäule verbunden sind. Und ich kann relativ einfach den Kopf nach hinten bewegen mit so ein paar Techniken. Wenn das Becken aber noch in der falschen Position ist, wird das Becken immer die Position des Kopfes beeinflussen. Das heißt, wenn mein Becken, ich mache es mal hier auf dem Sofa, im Prinzip in einer solchen Position ist, also dass das Becken, wir sagen immer so, nach vorne gezogen ist, dann wird in dem Moment auch immer der Kopf nach vorne gehen. Geht das Becken nach hinten, geht auch der Kopf nach hinten. Und bei diesen beiden Elementen ist es so, dass tendenziell das Becken eher den Kopf beeinflusst, als der Kopf das Becken. Deshalb ist es so, dass wir die reine Hals-Nacken-Sitzung wirklich dann erst in Sitzung 7 machen. Sitzung 8, 9, 10 sind dann die Sitzungen, die den Körper wieder integrieren. Sitzung 8 ist die Integration der Beine, Sitzung 9 die Integration des Oberkörpers und Sitzung 10 ist die Integration des ganzen Systems. Wir machen dann nach Sitzung 9 nochmal Fotos, also die Nachher-Fotos, die wir dann zusammen bei 10 uns anschauen, weil klar, der Prozess läuft eigentlich noch weiter, der läuft auch nach Sitzung 10 noch eine ganze Zeit lang weiter, aber dann müsste man einen separaten Fototermin machen, kostenpflichtig, das wollen die meisten Klienten meist nicht. Deswegen machen wir sozusagen als
fast Endpunkt. Er sitzt um 9 die Fotos, gucken uns die zu 10 an. Dann ist in der Regel die 10er Sitzungsserie vorbei, ne? So, das ist der Ablauf, was wir da drin haben. Und für viele Klienten ist es dann so, dass die schon so zufrieden mit ihrem System sind, dass die von dann ziehen und mich eigentlich nicht mehr brauchen, was eigentlich das Optimum ist. Andere Klienten, ja, häufig Menschen, die sich professionell mit dem Bewegen beschäftigen oder die in einem zeitlich sehr stressigen Berufsumfeld sind, sagen wir mal, also Menschen, die vor der Kamera arbeiten oder Unternehmer sind, die jetzt per se nicht so wahnsinnig viel Zeit haben, sich um sich selbst zu kümmern oder dann manchmal doch der nächste Kundentermin vor der eigenen Übungseinheit Priorität hat, die kommen dann durchaus zu mir über mehrere 10er Sitzungsserien, nicht weil sie dann nachher noch Probleme haben, sondern einfach als Präventionsmaßnahme, wofür die Sitzungen auch sehr, sehr gut sind, also einfach um Problemen vorzubeugen. Und ja, da kann man dann immer wieder nochmal sozusagen das, was man tagsüber an Übungen, die man gelernt hat, vielleicht dann nicht macht, natürlich wieder durch die Sitzung ausgleichen. Das ist im Prinzip der Ablauf der 10er-Serie, thematisch der Inhalt. Und du siehst, wir machen in jeder Sitzung was anderes. Das heißt, die Techniken, die wir in Sitzung 5 machen, haben wir in keiner Sitzung zum Teil davor gemacht. Und so bauen die Sitzungen aufeinander auf. Und wir brauchen halt diese 10 Sitzungen, um diese ganzen Strukturen, an denen wir arbeiten, überhaupt in das System reinzupacken. Und wir brauchen auch sozusagen den gewissen Abstand zwischen den Sitzungen, damit der Körper eben seine Anpassungsprozesse vornehmen kann. Darüber hinaus haben wir gewisse Techniken, die uns mehrfach begegnen. Beispielsweise der Pectoralis ist so eine ganz prominente Stelle, also der Brustmuskel, der bei vielen Menschen häufig sehr kurz ist. Den bearbeiten wir in mehreren Sitzungen, sodass wir die Struktur bearbeiten, arbeiten lassen, nach einer Zeit dann nochmal drankommen, dann arbeitet es nochmal ein bisschen weiter, wieder eine Pause und dann nochmal drankommen und so weiter, sodass wir da nochmal einen stärkeren und nachhaltigeren Effekt haben. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dir ganz einen Daumen hoch und falls du es nicht eh schon getan hast, dann abonniere doch diesen Kanal, da würde ich mich sehr darüber freuen, weil hier gibt es noch viele, viele andere Videos, die dir dabei helfen werden, deinen Körper gesund und beschwerdefrei bis ins hohe Alter zu erhalten. Ansonsten freue ich mich, dich in einem der nächsten Videos wiederzusehen. Bis dahin eine gute Zeit, dein Dirk. Ciao. Ach, und wenn du Fragen hast, die in diese FAQ-Serie reinpassen, dann stell die doch einfach unten in den Kommentaren und ich beantworte deine Frage in einem der nächsten Videos.